Dabei, dass ich gehört habe, ja spontan. Ist ja keiner irgendwie langwierig krank gewesen oder so. Und so ist das auch zum Beispiel bei Scheidung. In einem Haus, wo Scheidungen Das stattfinden. habe ich, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Oder Das. Pleite. Meine, ich kann beim nächsten Mal, kann ich auch eine wunderbare Geschichte erzählen mit jemandem, ein Unternehmen, was über Jahrzehnte immer kurz vor Konkurs stand und was wir dann gelöst haben, ist auch Oh nochmal ja. eine andere Geschichte. Also das Oh ist ja, da machen wir nochmal ein neues Thema. Jetzt nicht auf ja. die Pferdewelt, weil wir haben ja gedacht, wir sprechen auch das Thema Pferdewelt mal Genau. explizit an, weil die Stallung ja ganz oft, genau was du vorhin sagtest, diese Straßen, diese Schlachtfelder, diese Wege, ne, die Höfe sind ja meistens außerhalb gebaut worden und die Stallungen sind außerhalb gebaut worden. Und ich glaube, dass da unglaublich viel ungeklärte Energien noch ganz oft vorhanden sind. Und gerade wenn du Pferde hast, die halt ständig irgendwas haben, ne? Also ich weiß von dem Hof, wo ich jetzt gerade erzählt habe, da sind auch immer ganz komische Krankheiten. Also, ne? Die Pferde haben immer irgendwie was. Dann hörst du das wieder und dann hörst du das wieder und du denkst, vielleicht müsste man sich einfach das energetische Feld dort mal angucken, ne? Und wenn ich jetzt sowas habe, also du kannst sowas klären und reinigen. Also Genau. ruft man jemanden wie dich oder ruft dich an, Kontaktdaten verlinke ich hier auf jeden Fall dir, wenn das jemand möchte. Und dann ruft man dich an und wie läuft das dann? Du kommst dann raus und guckst und fühlst dich rein und Genau. machst es dann schön. Genau. Also wir sprechen natürlich erstmal am Telefon, ne, was es ist. Und da kann ich ja schon, also ich spüre dann da schon rein auch. Ja, wie schwerwiegend das ist. Und dann komme ich also im besten Fall natürlich persönlich vorbei. Wenn das weiter weg ist, kann man das auch alles in der Ferne machen mit einem Lageplan. Da kann man auch sich reinfühlen. Und das mache ich auch über eine große Entfernung hinweg. Aber am liebsten natürlich, wenn ich vor Ort bin und dass der mich gerufen hat, der hat ja auch mit dem Thema was zu tun, dass der bei mir ist. Dass der erlebt das dann zum Teil mit. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich hier sitze, mein Schreibtisch, und fühle mich über so einen Plan, ne, und teile dann Wenn, nachher das Ergebnis mit, ne? ja, wenn du jetzt sagst, der mich gerufen hat, also wenn nicht, dass der Mensch was damit zu tun hat, also wenn ich jetzt mal so an die Reitstelle denke, da sind 20, 30, 40 Pferde eingestallt, ist es dann der Hofbetreiber? Ja, kommt drauf an, ne? Es kann sein, dass der Hofbetreiber sagt, so, ich will das jetzt mal klären. Also der den Impuls hat. Es kann Ah, natürlich auch okay. sein, dass du, wenn du da jetzt da ein Pferd stehen hast und immer wieder Probleme hast, und sagst, ich möchte das jetzt hier für mein Pferd geklärt haben. Trotzdem müsste man dann aber eben Rücksprache mit dem Besitzer halten. Weil ich könnte dann vielleicht die angemietete Box machen, mehr nicht. Aber alles andere gehört ja dem Vermieter. Da muss man halt eben sagen, hey, ich habe da die Claudia engagiert, darf die hier über die Wiesen gehen oder möchtest du dich daran beteiligen oder was auch immer. Ja, Das muss ja. ja geklärt werden. Ja, weil es sind ja meistens dann, ne, du hast einen Reitplatz, du hast eine Reithalle, du hast die Wiesen, du hast die Boxen, wie auch immer, die Ausläufe rundherum. Das ist ja nicht zentriert auf eine Box. Ich denke mal, da ist ja alles wahrscheinlich irgendwie Ja. in Anführungsstrichen verseucht. Verseucht, sagen wir jetzt einfach mal. Das Energiefeld gestört, so hört sich's schöner an. Aber Genau. das ist mega spannend. Noch spannender ist, wir reden jetzt immer von Schlachtfeldern. Ne? Ja. Meistens sind die Höfe ja, das sind oft alte Höfe. Und in Kriegszeiten war es ja auch so, dass die ja dann manchmal so enteignet wurden, dass die Bauern mussten da raus oder die Soldaten sind da mit rein oder da hat ja auch oftmals sehr viel Unheil stattgefunden. Ne? Missbrauch und was weiß ich nicht alles. Ja. Die wurden dann auch ermordet oder verjagt. Ne? Oder halt, dass auch viele, die Flüchtlinge in Scheunen auch versteckt wurden und auch in den Scheunen da ja, komische Sachen passiert sind. Also das sollte man nicht vergessen, nicht nur reine Schlachtfelder. Also eigentlich fast alle alten Häuser, die sind ja mindestens über einen Krieg gegangen, hat halt viel stattgefunden. Und auch wenn man jetzt ein Haus kauft, was vielleicht 1950, 60 gebaut wurde, trotzdem ist da ja oft viel Leid drin passiert. Und dann, so wie du es gemacht hast, dass du da nochmal den Vorbesitzer angesprochen hast, mal ein bisschen recherchiert oder im Dorf fragt, kannst du mir die Geschichte von dem Haus erzählen, dann kriegt man oft einiges zu hören.
Das hat unbedingt nur mit Kriegsschauplätzen zu tun. Und Das ist schon spannend, ne? Das ist unfassbar spannend, finde ich. Also dieses ganze Thema, das ist ja, wie gesagt, als du das erwähnt hast, habe ich gedacht, Mensch, wir müssen unbedingt mal der Welt davon berichten, dass man sich wirklich mal darüber auch Gedanken machen sollte, ne? genau. Auch dieses Thema, was, aber das machen wir separat, wenn du sagst, so dieses Thema Pleiten, Pech und Pannen und wie auch immer, ne? Dass die Menschen halt darin feststecken bleiben, wenn eine Immobilie oder wenn eine Firma insolvent ist und man das Objekt kauft. Also das habe ich auch schon alles gehört, aber ich hatte noch nie jemanden, mit dem ich da mal drüber hätte sprechen können. Aber das ist ja unglaublich, was diese Energien auch blockieren, ne? Blockieren und dich am Wachstum hindern oder an Gesundheit hindern, an Glück hindern, an, keine Ahnung, Erfolg, an allem letztendlich, ne? Also es ist wirklich ist ein Riesenfeld, wo man sich ja kaum Gedanken macht, weil jetzt bist du ja auch in der Energiewelt zu Hause. Du kannst das ja noch ein bisschen verstehen. Aber viele, ja, für die ist das ja Quatsch, dass vielleicht mal hier, wenn ich eine Schulter habe, hier, dass ich hier Schmerzen habe, dass das damit zu tun hat, dass hier eine Angst drauf liegt, die ich nicht verarbeitet habe. Das ist ja, manche, wenn ich das erzähle, ja, manche wollen einfach sofort die weiße Jacke holen. Ne? Also da sind die Menschen oft nicht so weit. Die Menschen, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die Tiere haben, dafür offener sind. Weil die sehen ja, wie die Menschen, wie die Tiere auf manche Orte beziehungsweise auch auf andere Menschen reagieren. Ja, das ist auch so spannend, ne? Dieses, also wenn, ich glaube, wenn man zum Beispiel die Pferde mal entscheiden lassen würde, wenn sie die Möglichkeit hätten, dann würdest du schon erkennen, welche Orte, welche Liegeflächen, welche Plätze sie vermeiden. Auch so, wenn du guckst bei den Offenstallgeschichten, wir haben ja viele Aktivställe und da haben sie ja keine Wahl oftmals, weil der Platz begrenzt ist. Aber ich glaube schon, dass viele Tiere manchmal andere Plätze wählen würden, wenn man sie ließe oder wenn es die Möglichkeit geben würde, ne? Also das schon, oder die Tiere halt immer in diese Box reinstecken. Vielleicht wollen die da gar nicht sein. Und ich muss ja mal so lachen, ich arbeite ja auch viel mit Heilzeichen und sowas alles. Und dann sage ich immer zu meinen Leuten, ja, mal doch mal hier Heilzeichen an die Wände. Und dann, wenn die das machen, dann sagen die immer, ich glaube, die anderen halten mich für verrückt. Ich sage, ja, ist ja Ja. egal, dein Pferd hilft, dann macht es doch einfach, ne? Genau. Also völlig egal, weil ich weiß ja nicht, wie man das klärt, aber jetzt haben wir dich ja an unserer Seite. Und wenn sowas ist, dann ja, ihr Lieben da draußen, dann könnt ihr natürlich die Claudia sehr, sehr gerne kontaktieren. Dafür machen wir das ja. Und oder mich über den Weg, dann stelle ich den Kontakt zu Claudia her, wie auch immer. Ich glaube, es ist einfach ein Riesenfeld, wo wir noch gar nicht oder wo wir gerade so anfangen, dran rumzukratzen. Wo wir gerade sagen, okay. Wir öffnen uns mal auch dieser Möglichkeiten, dass man wirklich sich das Umfeld anguckt. Genau. Also, dass wir wirklich, also wir beiden arbeiten ja ganzheitlich Ja. und oft ist das doch gar nicht ganzheitlich, ne? Dass wir gar nicht, wir haben gar oft gar keine Idee, dass das ja auch noch dazu gehört, ne? Weil wir sind ja in unserem Sein ja auch erstmal beschränkt. Und ich weiß nicht, wenn wir dieses Feld jetzt hier eröffnen oder auch bei mir in meiner Arbeit, und ich weiß nicht, was da vielleicht noch in 2, 3 Jahren kommt, wo ich heute überhaupt nicht dran denke, was dann noch zu der Ganzheitlichkeit dazugehört. Ja, ist schon, also man muss wirklich alle Parameter und alle Dinge berücksichtigen. Ich hatte jetzt heute Morgen, habe ich eine Bioresonanztestung gemacht und dann habe ich, ja, da ging es wieder um Erdverwerfung und Strahlung und weißt du, dann erzähle ich davon und denke immer so, oh Leute, das könnt ihr nachlesen, dass es halt das Energiefeld stört, ne? Dass es halt krank macht oder diese Geschichte mit dem Elektrosmog, das elektromagnetische Feld, diese Dinge, die du ja nicht siehst, aber die trotzdem da sind und Genau. stören. Ne, das ist immer so, wir reden nicht von WUSA. Wir sind beide voll bodenständige Menschen und stehen mitten im Leben. Und also ich bin froh und dankbar, dass ich um diese Dinge weiß und dass ich immer wieder noch neue Dinge dazulernen darf, so wie jetzt in diesem Fall ich, ne, daran gekratzt habe. Claudia, du musst das erzählen, du musst das erzählen, du musst da mehr darüber wissen. Finde ich unfassbar toll und so, ja, öffnen wir Horizonte und
machen unsere Welt einfach zu einer besseren, finde ich. Auf jeden Fall. Und ich finde immer, das macht dich auch immer ganzer, ne? Weil wenn du die Ganzheit im Außen ja immer mehr verstehst, wirst du ja in dir, ist ja immer auch eine Spiegelung, wirst ja auch in dir immer ganzer. Und du hast jetzt gerade diese elektromagnetischen Felder angesprochen. Das ist ja so spannend, wenn du das dann den Menschen auch erklärst oder ich auch. Und dann versuche ich zu sagen, wenn du noch so ein altes Radio hast mit so einer Metallantenne, ne? Und es ist ja so wie die Antenne, du fängst ja die Strahlungen, die Informationen von den Sendern ein. Genau. Warum soll das jetzt nur so ein Metallding sein? Also die sind ja immer um uns rum. Früher waren es ja halt nur die Radiostrahlen oder noch so ein paar Stromverbindungen, die irgendwo sind. Aber heute mit diesem 5G oder man spricht ja schon fast von 6G und man spricht ja auch davon, dass in irgendwelchen Bereichen einfach Vögel einfach vom Himmel fallen. Angeblich durch diese Strahlen. Und wenn man sich das dann vorstellt, und wir sind ja, wir haben alle ein Handy am Ohr, oder wenn du jetzt anmachst, wie viele Strahlen du von wie vielen Nachbarn mitkriegst, und die wirken alle auf uns. Was ich auch ganz schlimm finde, ich hatte heute Morgen nämlich ein Video gemacht darüber, ne, auch über das Pferd, was ich jetzt heute getestet habe. Diese ganze Geschichte mit diesem Bluetooth, ne, das ist auch so ein Ding. Also dieses WLAN und Bluetooth. Und ich zum Beispiel trage gar nichts, ne? Ich trage keine Uhren, ich trage keinen Schmuck, ich trage null. Genau. Und alle haben sie diese Handyuhr, die dann gekoppelt ist über Bluetooth und alles tausend Dinge misst und dann kann man übers Handy telefonieren und Nachrichten empfangen und so weiter alles. Dann denke ich mal, Dreckszeug, es bleibt weg aus meinem Körper. Geh nicht, komm gar nicht erst in mein Energiefeld, weil das Ja. stört. Und Genau. das macht unfassbar viel mit uns. Also das Feld ist ja noch größer, wenn du jetzt überlegst, in unserem Alter haben wir ja schon mal teilweise ein bisschen Zahnersatz, ne? Und wie viel Metall die Leute im Mund haben, hatte ich auch. Habe ich alles rausnehmen lassen, habe ich alles in Keramik. Das ist ja, du musst ja, wenn du hast, genau am Gehirn hast du dann mal vielleicht, ist das so ein Goldzahn, ne? Und so eine Krone. Und der fängt doch alles auf, ne? Ja. Und dann hast du hier noch, ja, wie so hast die Uhr, die dann ja auch die ganze Zeit noch sendet. Wundern wir uns jetzt da, wo wir ja jetzt hier stehen? Dass die Menschen immer mehr in die Depression fallen, dass die immer mehr krank werden, dass die nicht mehr ihren Weg kennen. Wenn eigentlich ist das logisch, weil wir Ja, einfach. auch energieloser, ne? Ich habe so viele Leute, die ich kenne, die immer energieloser werden. Genau. Immer müder, immer lustloser. Und dann fragen die sich wirklich, woher kommt das? Und dann muss ich mir ja immer anhören, also jetzt nicht von meinen Patienten, aber eher so aus meinem Bekanntenkreis, Umfeld, wie auch immer, boah, du bist immer so gut drauf und du machst immer so viel. Warum machst du das denn? Ja, weil ich auf mich achte. Ne? Ja. Zum Beispiel ausreichend Schlaf. In meinem Schlafzimmer gibt es gar kein, ich habe keinen Fernseher im Schlafzimmer, nichts. Ich gehe ins Bett und schlafe. Also, ne? Also ich finde das immer so, alles, was stört, muss weg. Und alles, was Pferde stört an Energien, Genau. muss auch weg. Damit auch die haben ja auch ein Recht, gesund zu sein. Ganz genau, ganz genau. Ne? Und die können es halt nicht, die können nicht nachlesen oder haben die Möglichkeit, sagen, nee, in den Stall will ich nicht, ich gehe da hinten hin oder so. Na, aber wir können schon darauf achten und das Bewusstsein schaffen, dass nicht nur wir Menschen darunter leiden, sondern halt auch die Tiere. Und Ja. dann ist es ja oft so, halt spiegelt sich das. Voll spannend. Ja, super, Claudia. Ich glaube, einen Informationsfluss haben wir beide genug geboten. Das können wir ja gut, wenn wir mal so ins Reden kommen. Aber wir machen jetzt Schluss, weil wir machen lieber Neues. Nicht, dass unsere Leute den Faden so verlieren, wenn wir so, ne, 1,5 Stunden, 2 Stunden hier miteinander quatschen. Das ist immer so schade drum, weil irgendwann, glaube ich, schalten viele einfach ab. Ne? Schalten viele ab und sagen, Mensch, das ist mir viel zu lange, das Gequatsche von den beiden Weibern. Und dann kriegen sie vielleicht was Aussagekräftiges oder was für die jetzt wichtig ist, nicht mit. Das wäre viel zu schade. Das ist schade, genau. Das wäre zu schade. Und deine Stimme macht jetzt gerade auch, glaube ich, der Moment, wo wir beide sagen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe Claudia nämlich echt spontan überfallen. Aber danke. Danke, dass du mitgemacht hast und gesagt hast, klar, ich springe mit rein. Kannst du sprechen oder soll ich das übernehmen oder kannst du dich noch verabschieden? Kann mich noch verabschieden, genau. Aber das ist ein gutes Zeichen, immer zu sagen, jetzt auch Schluss, alles gesagt. Ich bedanke mich bei dir, Sandra, dass du mich eingeladen hast und wünsche dir alles Gute. Und für alle anderen,
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Welt eröffnen, dass die doch noch sehr viel für uns bereithält. Ich fand es super spannend. Also wenn die Kontakte oder wenn die Anfragen kommen, immer her damit. Ich leite es gerne weiter. Oder wie gesagt, ich verlinke dich hier unter dem Video. Dann können die Leute auch über deine Homepage kommen und dich direkt kontaktieren. In diesem Sinne sage ich tausend Dank an alle, die hier zuhören, sich die Zeit für uns genommen haben und dabei waren. Lasst es euch gut gehen. Habt eine wunderschöne Zeit. Bis ganz bald. Eure Sandra, auf Wiedersehen. Tschüss.